Ah, guten Tag. Guten Tag. Für mich ist hier ein Zimmer reserviert unter dem Namen Stürk. Ja, ich werde gleich nachsehen, Herr Stürk. Nein, Verzeihung, ich heiße nicht Stürk. Herr Stürk hat das Zimmer nur für mich bestellt. Er kommt selbst auch hierher, also wahrscheinlich morgen. Moment. Ja, da habe ich schon. Das ist ein Einbettzimmer mit Bad. Ja. Im ersten Stock, 121. Okay. Bitte, was mit dem Gepäck? Ach, ich habe nur diese kleine Tasche. Ich bleibe lediglich 3 oder 4 Tage. Ich trage das schon selbst. Bitte sehr, wie Sie wünschen. Sagen Sie, Herr Portier. Ja, bitte. Dieser Oberkellner, der da eben entlang gegangen ist, wer ist das? Na, unser Oberkellner. Sehen Sie, durch langes Grübeln bin ich selbst zu dem Schluss gekommen. Aber ich hätte natürlich gerne gewusst, wie er heißt und wo er herkommt. Ja, entschuldigen Sie, mein Herr, ist bei uns nicht üblich, dass wir Auskünfte über das Personal geben. Ich kann mir gar nicht vorstellen, was Sie für ein Interesse daran haben. Wissen Sie eigentlich, was für einen Beruf ich habe? Nein, keine Ahnung. Na gut, werde ich mich halt legitimieren, wenn Ihnen das was sagt. Kriminalpolizei. Auf Urlaub, lieber Freund. Aber natürlich verlässt einen das dienstliche Interesse nie. Und wenn man ein Gesicht sieht, das einem so verdächtig bekannt vorkommt. Verdächtig? Mein Gesicht kommt Ihnen verdächtig vor? Auch. Aber um wieder auf diesen Herrn zurückzukommen, ich habe doch das Gefühl, das war nicht unser erstes Zusammentreffen. Können Sie mir also jetzt sagen, wie der Mann heißt? Nein, beim besten Willen nicht. Wenn Sie sich vielleicht auf die Gendarmerie bemühen wollten? Nein, also so wichtig ist es wirklich nicht. Ich bin ja schließlich auf Urlaub hier. Dann wünsche ich noch einen angenehmen Aufenthalt, Herr Kommissar. Ja, danke. Um Gottes Willen nicht Kommissar. Nennen Sie mich ganz schlicht und einfach Herr Ode. Ode? Den Namen muss ich aber schon mal gehört haben. Wirklich? Haben Sie mich vielleicht auch schon irgendwo gesehen? Daran kann ich mich allerdings nicht erinnern. Sie haben für mich ein völlig unbekanntes Gesicht. Nein, wirklich? Endlich mal ein Mensch, der mich nicht kennt? Also mir kommen die Tränen. Ich danke Ihnen herzlichst. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen? Habe aber doch schon einmal gesehen, den Herrn Keller. Entschuldigen Sie, Herr Kommissar. Ja, bitte. Darf ich eine Frage an Sie richten? Wann ich abreise? Heute. Ja, das weiß ich schon. Aber Sie haben sich unlängst nach unserem Oberkellner erkundigt, nach Herrn Holsten. Holsten, natürlich. Ja, ja, so heißt er. Ist er ein Verbrecher? Nein, nein, das ist er nicht. Er hat früher mal ein Hotel in der Lüneburger Heide gehabt. Aber das ist ja nicht unbedingt ein Verbrechen. Ich war da mal auf Urlaub, das ist allerdings schon einige Jahre her. Naja, mein Gedächtnis ist eben doch nicht mehr so gut wie früher. Und sonst wissen Sie nichts von ihm? Doch, ja. Er macht ein besonders gutes Beefsteak. Das Beste, was ich je gegessen habe. Für mich hat das immer persönlich gemacht. Das ist halt komisch, dass man sowas vergisst. Man wird eben doch älter, selbst bei der Polizei. Man wankt einfach langsam der Pension entgegen. Aber Herr Kommissar, Sie sehen so blendend aus. Was kostet das? Nix. Meine Überzeugung. Ja, also ich war sicher, dass Sie seinetwegen hergekommen sind und dass er ein Verbrecher ist. Ja, also zum Polizisten eignen Sie sich nicht. Oberinspektor Marek sind Sie keiner.